Was geht ab, meine lieben Freunde? Hier ist wieder euer M3D und wir spielen Outlast. Ich bin nicht alleine, weil ich Angst habe. Ich habe noch Xavina mitgebracht. Hallo. Denn es ist gruselig. Ja, und irgendwie sind wir jetzt hier in so einem komischen Raum, was man hier so nennen möchte. Und das Einzige, was wir noch da bekommen haben... Was war das? Alter... Ich bin nicht gut drauf. So, wo waren die Tasten? Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Vater Martins Zelle. Ja, der steckt uns in die Zelle, aber lässt unsere Kamera da. Der Priester Vater Martin hat mich hier... Nein, Moment, komm, du liest vor. Auf, gib ihm! Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Doktor Wernicke... Oder wie heißt er? Wernicke ist gut, ja. Hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden. Steht mit Blut an der Wand geschrieben. Naja, so macht man das, wenn jemand stirbt, dann schreibt jeder das mit Blut an die Wand. Sollen wir das mal aufnehmen? Ah, deswegen haben wir, glaube ich, schon diese Notiz bekommen, das geht schon klar. Ja. Ich will da gar nicht raus. Ne? Komm, wir legen uns wieder hin. Geht doch gar nicht. Oder? Doch, drücke linke Maustaste zu verstecken. Ja. Aha. Wir schlafen auf dem Boden. Ne? Komm ich wieder raus. Aber dann weißt du wenigstens, dass wenn jemand kommt oder so, dass du dich unter das Bett verkriechen kannst. Da zum Beispiel. Der kam schon an meine Tür. Wieso soll ich da jetzt rausgehen? Das ist doch... Was geht denn mit dem ab? Ne? Geschlechtskrankheit. Boah, guck doch mal sein Gesicht an. Halt die Schnauze, Penner. Oh, der hat den Wärter getötet. Das ist ja genial. Wir sind im Block B. Alter, der Typ hat seinen Kopf gegen die Wand gerammt. Hast du das gesehen? Mhm. Die drehen halt durch. Warum sollte ich da runtergehen? Sag mal, da wäre ich doch behindert. Hallo? Ah, jetzt kannst du. Da ist der eine Typ doch reingerannt, oder? Ich glaube. Oder? Na gut, die Tür ist zu. Zu ist immer gut. Der rammt doch als seinen Kopf irgendwo gegen die Wand, oder? Der ist doch... Ach du Scheiße. Ja doch, ist total blutig. Ja, ja. Hallo? Ich weiß die Tasten gar nicht mehr. Was ist hier? Hab mich nicht erschreckt. Boah, aber bei der Fresse schon. Was macht denn der juckelt der die Tür, oder was? Noch mal Tür auf. Vielleicht greift er nach dir. Hallo! Bist du auf YouTube? Sag mal hallo! Ach du Scheiße. So sehen die meisten Let's Player übrigens aus. Deswegen haben wir dieses erbärmliche Hobby. Alter, was geht denn bei dem schief? Dünnpfiff. Hallo? Alter, was haben die mit denen gemacht? Döner! Was ist denn Gänsehaut. Hier, was ist denn hier passiert? Na komm, ich will es gar nicht wissen. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks. Was sind das für welche? Like to kill him. Er hat gerade gesagt, er will dich töten. The preacher asked us not to. It would be impolite. Man kann den ihre Lümmel sehen, wie assi ist denn das? Scheiße. We kill him slow. Such patience. I want his tongue. Aha. They are yours. Kannibal. Dann fresse ich eure Schwänze. Oh mein Gott. Später kommen die Kommentare. Alter, du bist schwul. Was hast du für ein krankes Problem? Da hab ich weggestorben, hast du gesehen? Was ist los mit dir? Komm her. Das sah eher so aus, als ob der dich essen will. Das ist ein Problem, Junge. Guck mal, der stoppt mich weg. Ernsthaft? Guck mal. Sicher? Ja, doch. Das ist ein dummer Junge, komm her, Alter, komm her.
Mach meine Kamera kaputt, ich schlag dich zusammen. Oh, und jetzt schon wieder so einer im Rollstuhl. Nee, danke. Ich gehe hier lang. Was ist hier? Guck mal, ob du eine Batterie oder irgendwas siehst. Wenn ja, dann schrei, okay. Hallo? Alles klar. Kann man hier rein? Scheißendreck. Ah, ja, da kommt... Da findest du bestimmt was. Das ist doch genial. Dann machen wir jetzt die Tür zu. Geht das? Nee. Komm, wir gehen in den Dunkeln rein. Yippie. Ah, jetzt bin ich nicht allein. Jetzt habe ich voll die dicken Eier. Yeah. Jetzt trausch mich alles. Ich habe noch 7 Batterien hier. Wie sparsam ich bin. Die Tür ist offen, oder? Warum ist genau der Raum dunkel? Jetzt schmeißt jemand die Tür zu und ich bin eingesperrt. Hallo? Ja, Gott sei Dank. Nein. Alles gut. Wow, wie sieht denn der aus? Ja, doch, ich würde sagen, das könnte ungesund aussehen. No. Oh, guck mal, die haben den anderen Arm dran genäht. Siehst du das? Ja. No. Der ist komplett zusammengeflickt. Ah. Hey, Digga, du hast keinen Penis. Was ist da los, ne? Ist vielleicht eine Frau? Ist ja eine Frau. Dann wurde sie zumindest zugenäht, ne? Ja, guck doch. Ja, toll, zeig noch drauf, ey. So bleibt's wenigstens Jungfrau, passt schon, ne? Ist mal auf der sicheren Seite. Warum ist alles so? Lol. Leute. Also irgendwie, ja doch, doch. Ich glaube, da ist eine Zahnbeschädigung. Ja, könnte sein. Oh, voll erschreckt. Komisch, das Ding hier. Entschuldigung. Hallo, Sie bluten. Boah. Ach du Scheiße. Verhaltenstherapie soll ich auch mal probieren, ne? Verhaltenstherapie. Komm, wir rennen mal hier. Ich brauche jetzt 20 Stunden. Da war doch was, oder? Was? Oder habe ich das? Nee, das Blaue da. Was war das? Ah, okay. Scheiße. Pfand! Scheiße, geht nicht. Hier war ja nix, ne? Hier ist auch nix. Hä? Was denn? Hey, was soll ich hier machen? Ja, keine Ahnung. Da ist jemand drin, siehst du das? Ja, das war der uns erschreckt hat. Nein, der war da hinten. Orientierung wie ein Toter. Sag mal, was ist denn für eine Scheiße? Alles zu. Na, nee, da war auch zu. Gehen weiter. Ja, aber vielleicht solltest du da. Alter, jetzt sind sie. Oh. Hallo? Komm, lass mich den Penner mal überfallen. Dann. Ja, die Leute, die so zucken, die kennen wir ja. Die stehen gleich wieder auf und schreien mich an. Nee, danke. Also müssen wir tatsächlich doch da durch. Ja. Erstmal gucken, ob da was drin ist. Hallo? Die schreit auch schon wie so ein Geisteskrank, hörst du die? Ja. Das kann schon nicht gut sein, Alter. Nein. Machen wir mal hier die Nachtsicht an. Oh Mann. Alter! Wow. Gib ihm! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Bist auf YouPorn, Junge! Achso, ich bin der Eklige. Ich bin der kranke Perverse. Ach du. Weil du denen zugeguckt hast. Bin ich jetzt ein Perverser? Na super. Alter, hat er dem gerade böse gegeben. Eine Leiche wohlgemerkt. Wir haben übrigens eine neue Nachricht bekommen. Nekromantie. Ist das nicht Leichenschänden? Weiß ich nicht. Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser scheiß Ort. Sterben gehört jetzt zu den weniger schrecklichen Dingen. Doch, Nekromantie ist, glaube ich, Sex mit Leichen, ne? Boah, ich will es gar nicht wissen, ey. Oh. Zeit zu googeln! Zeit zu googeln. Da ist jemand, ne? Boah, die sind ja kranker als ich. Und das ist schon eine Kunst. Digga, geh mal aus dem Weg. Ich verschwende meine Batterie, da krieg ich Kotzen. Ich mag das nicht. Es sind Blutspuren da. Ist doch der. Ah, da war doch der eine Typ, ne? Ich glaube, ja. Der ist bestimmt hier lang gerannt. Oder lass mich raten, das ist zu. Ja. Zum Glück. Ich wäre da eh nicht durchgelaufen. Ach du Scheiße. Ob man die Flecken wieder aus dem T-Shirt rauskriegt, ja? Was meinst du? Wer weiß, wer weiß. Du bist die Frau, du musst es doch wissen. Sag. Vielleicht mit weißer Riese. Mega wert, was weiß ich. Ein wertvoller Hinweis. Beweg dich zu einer Kante hin, um dich daran festzuhalten. Kein Thema. Ich jetzt weiter schlafen oder was? Ciao. Yeah. 100 pro, ich voll runter.
Ah, nee, würde gar keinen Sinn ergeben. Nein, da waren noch diese zwei mit ihren Dödels. Ja. Da gehe ich nicht hin, die wollen mich bestimmt schlagen mit den Dingern, ne? Ey, nee. Jetzt sind wir auch mal auf der anderen Seite, oder was? Nee, ist ein anderer. Ach, jo. Ey, nicht, dass sie wollen, dass ich denen ihre Dödel anfasse. Ich bleib hier. Gibt es keinen Hinweis. God always provides a way, follow the blood. Ja, natürlich, ne? Kein Thema. Ah, hier ist die andere Seite, ne? Ja. Ja. Ey, ja, zum Glück krieg ich in den Po rein, ne? Will ich nicht. Der war doch gerade nicht da, oder? Wer? Der Typ. Oder war der da? Der ist da hinten, glaube ich. Nein, da ist er doch. Da ist doch einer. Ja, ja, da ist einer, aber der ist derjenige, der die Schandtaten treibt. Ach so. Aber warte mal, ich muss die Kamera ausmachen. So. Oh, wir haben es in den Fahrstuhl. Wir haben 11 Minuten gebraucht, um in den Fahrstuhl zu kommen. Sind nur rumgelaufen. Wären wir nur gelaufen, ich glaube, der Weg wäre vielleicht gerade mal 2 Minuten lang gewesen. Oh, da blinkt was. Oh, ich komme da nicht runter. Wie duckt man sich? So. Her damit! Eine Batterie. Ja, eine Nikon. Nikon sind die Kameras, ne? Ja. Wie heißen diese Batterien? Ey, Kassel, egal. Oh, Mann. Aber ich merke, ich habe voll den Mut jetzt, wo ich nicht mehr alleine bin. Liegt da ein Fuß? Ah, nee, ich dachte. Eine Socke. Klar. Oder ist das ein Schuh? Sieht alles so vergammelt aus. Egal, was es ist, ich trag's nicht. Na, der Blut zeigt den Weg. Das Blut zeigt den Weg, alles klar. Das Blut zeigt den Weg. Down the drain. Durch den Abfluss. Wenn du meinst. Oh, Akten, oder? Ja. Die hasse ich ja, die zu lesen, die sind ja Selbstmord. Willst du? Ich verspreche mich immer. Helen, Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Achimbaut hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptung von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht. Außer Murkoff heißt er, ne? Außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Auch ein interessanter Name. Oh, scheiße, diese Soundeffekte. Verdammt, ich will da nicht rein. Was ist denn da in der Ecke? Eine abgesperrte Tür. Komm, ab. Ab geht's. Das hat noch nicht mal reingeguckt, ob hier irgendwas ist oder so, ne? Einfach runterspringen, ja. Egal. Inaktiv. Oh, jetzt auch nicht. Wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Was? Wow, jetzt sag nicht, hier kommt gleich irgendjemand. Sollen wir erstmal in diese Tür rein oder sollen wir erstmal hier lang? Guck erstmal in der Tür. In die Tür? Oder? Ja. Frau hat gesprochen, man muss gehorchen. Ne? Oh, langsam und leise die Tür aufmachen. Oh nein. Oh, der ist eingesperrt. War das doch die falsche? They weren't experiments. They were rituals. A conjuring. Na, wenn du meinst. Boah, hier kann man gut Let's Plays aufnehmen. Bam, gib ihm. Aber leider kann man sich da nicht hinsetzen. Ey, wenn ich an die Zelle reingehe, die kommen, die wird doch bestimmt abgeschlossen. Verarsch mich, geh hier rein. Hier ist hell. Hier ist gut. Da ist aber nix. Man weiß nie, vielleicht steht hier eine Batterie oder so. Im Mülleimer? Aha. Scheiße. Nee. Schade, dass das Ding nicht mehr intakt ist, sonst wären wir damit durch die Gegend gebrettert. Das wäre geil. Gib ihm. Sind nicht da. Ich hab nur schon mal geprobt, falls der Ernstfall auftritt, weißt du? Dann renne ich hier sofort rein. So. Hier ist auch nichts, ne? Nö. Alles klar. Nein. Dann ist ja... Ja, es kann auch zum Positiven sein. Alter, der Parcours, gib ihm. Der haut den, oder? Keine Ahnung, was der macht. Doch. Jawohl, schlag ihn zusammen. Toll, wir haben das Beste verpasst.
kommt der hinten raus, ne? Ja. Ja, aber der ist friedlich, das sehe ich dem schon an. Der ist okay. Der will doch nur spielen. Ich will doch nur spielen. Kennst du das Lied noch? Ich tu doch nichts. Der guckt mich schon so behindert an. Du siehst übrigens scheiße aus. Die sind ja alle so scheiße. Knetengesicht, oder? Ja. Alter, was geht denn bei dir schief? Ich möchte, dass du still bleibst. Da, ich hab dich voll gehauen. Darf ich in den Raum hier rein, meinst du? Ey, Digga, locker bleiben. Schau mal vor, da kommt jetzt hier reingerannt. Ich bin böse gearscht. Alter. Hier liegt ein umgekippter Monitor, okay. Ey, ich hab Schiss, dass der hier reinkommt, der Penner. Alter. Ja. Batterien. Gib ihn. Toll, für eine Batterie haben wir jetzt eine kassiert, oder was? Ah ja, lohnt sich doch. In der Situation auf jeden Fall. Ja, besser als, weiß ich nicht, von dem anderen da vergewaltigt zu werden. Oder von diesen zwei Riesen da. Ey, Digga, ich geh jetzt wieder raus, okay? Ist alles okay, ich hab... Alter, ich hab mir doch nur eine Batterie genommen, Mann! Soll ich die zurücklegen, Alter? Halt die Fresse, du Penner! Ich würde einfach mal sagen, wir machen diese Pause. Bis zur nächsten Folge, meine Freunde! Tschüss! Tschüss!